den Walk-on der beiden Mannschaften aus Liechtenstein und Luxemburg. Thank you.
weiter, komm. Hallo
und herzlich willkommen an diesem Sonntagnachmittag, an dem wir mit Bestimmtheit Historisches erleben werden. Denn vor dem Spiel ist schon klar, dass hier in wenigen Augenblicken etwas Geschichtsträchtiges angepfiffen werden wird, nämlich das erste Länderspiel des Nationalteams der Frauen von Liechtenstein im Sportpark in Eschenmauren. Wir freuen uns riesig von der Kommentatorenseite her auf dieses erste Länderspiel. Wir, das bin ich, Cornelius Rieger, und Nationalspielerin Julia Oehri, die eigentlich ja mit auf dem Platz stehen sollte, nicht wahr? Ja, genau. Leider hat Verletzungshex zur falschen Zeit zugeschlagen und darum darf ich nicht auf dem Platz mitwirken. Dafür habe ich jetzt einen neuen Job bekommen für heute und ich freue mich riesig darüber und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ja, das ist doch wunderbar hier. Wir sehen währenddessen die beiden Mannschaften vor dem Spiel noch einmal im Line-Up. Jetzt gibt es die Nationalhymnen und dafür werden wir für einige Sekunden das Schweigen beibehalten. Die Gegnerinnen heute, das wurde von unserer Seite noch nicht erwähnt, sind die Luxemburgerinnen, die auch verantwortlich für dieses Spiel sind, hatten die Spielanfrage gesendet an die Liechtensteinerinnen und so gibt es hier heute eben dieses Spiel. Den Gästen wird hier noch der Vorrang gewährt bei der Hymne. Und jetzt sind unsere Frauen dran mit ihrer Hymne und dann darf es dann auch schon in wenigen Augenblicken losgehen. Aber zuerst noch ein bisschen Patriotismus. Sie sind die Auserwählten, die dieses erste, dieses historische, dieses tolle Spiel spielen dürfen, bis in die Haarspitzen motiviert. So, und jetzt darf es dann also auch gleich mit dem Fußball losgehen. Die Nationalhymne von Liechtenstein, der National Anthem auf Liechtenstein. Ja, jetzt gibt es da die Seitenwahl und dann freuen wir uns dann auf diesen wirklich historischen Fußballmoment. Das erste Länderspiel eines Damenteams, eines Frauenteams aus Liechtenstein. Wir freuen uns auf die kommenden 90 Minuten auf das Duell zwischen Luxemburg und Liechtenstein. So, noch eben den Stadionsprecher abgewartet. Jetzt kommen wir zur Aufstellung der Liechtensteinerinnen. Gehen wir mal von hinten nach vorne durch. Ich weiß nicht, ob es die TV-Grafik geben wird. Es wird ein 4-4-2 gespielt werden. Das hier noch die Mannschaft der Gäste, die auch mit einigen namhaften Spielerinnen mit dabei sind. Also im Tor hinten drin, wir fangen einfach mal an, Bettina Huber vertritt Jara Ackermann, die eigentlich hätte nominiert sein sollen.
aber kurzfristig in die Schweiz abgereist ist wegen eines U-Einsatzes. Das ist auch ganz wichtig für den Liechtensteiner Fußballverband, dass man den Spielerinnen die bestmögliche Entwicklungschance gibt und ihnen auch keine Steine in den Weg legt, wenn dann eben auch die Schweiz ruft. Aber noch ist da nichts entschieden. Erst wenn man ein Qualifikationsspiel gespielt hat, dann dürfte man nicht mehr für eine andere Nationalmannschaft auflaufen. Rechts hinten in der Rechtsverteidigung Sina Kollmann, dann die beiden Innenverteidigerinnen mit Sophia Hürlemann, Mia Hammermann und Felicia Frick. Links außen mit der Nummer 17 wurde umfunktioniert zur Außenverteidigung, Verteidigerin. Und jetzt geht die Partie los. Die Luxemburgerinnen stoßen an von links nach rechts. Wir kommen nachher noch ein bisschen genauer auf die Spielerinnen zu sprechen. Erster Angriff von Liechtenstein. Und die erste körperliche Aktion der Luxemburgerinnen. Ist ja ein körperbetontes Spiel der Gäste, nicht wahr? Ja genau, wir haben im Videostudium schon ein bisschen gesehen, dass Luxemburg uns körperlich könnte ein bisschen überlegen sein und sehr robust in Zweikämpfe geht. Aber auf jeden Fall hat uns unsere Trainer eigentlich relativ gut eingestellt und wir wissen sozusagen, was auf uns zukommt. Also körperlich aufgepasst bei Liechtenstein, aber man ist sich durchaus bewusst, dass das hier schon ein relativ starker Gegner ist, den es zu bespielen gilt. Immerhin haben die Luxemburgerinnen bereits 52 Länderspiele auf ihrem Konto, das hier Nummer 53. Also da bekommt man es schon mit einer erfahrenen Mannschaft zu tun. Aber nichtsdestotrotz möchte man hier sich von der besten Seite zeigen. Auch wenn nicht ein Punktgewinn, insofern das ausgerufene Ziel ist. Der Coach hatte das noch betont vor dem Spiel Erriertener, dass man hier einfach möglichst gut performen möchte. Aber natürlich wäre es das i-Tüpfelchen, wenn man hier gar ein Unentschieden oder einen Sieg davon tragen könnte. Fiona Badliner passt auf, antizipiert diesen Ball. Und Sie sehen, da wird gleich nach vorne geprescht. Badliner, die über rechts außen spielt. In der Mitte dann Eva Fasel, Lena Göppel, links außen Eva Beck und im Sturm Kapitänin Viktoria Gerner sowie Julia Beneckenstein. Und damit hätten wir das Line-up komplettiert. Zumindest von den Liechtensteinerinnen. Abseits gleich angezeigt vom Schweizer Schiedsrichtergespann. Um Simona Gisletta, eine Österreicherin, eine Assistentin auch mit dabei, mit Biljana Iskin. Ja, wir wollen diese Anfangsphase nutzen, ein bisschen was zu diesem historischen Spiel zu sagen. Es ist ja ein bisschen ein Krampf gewesen, dieses Spiel in die Wege zu leiten. Man wollte eigentlich schon früher ran. Wie war das genau, Julia? Ja, geplant war eigentlich, dass wir letztes Jahr im Sommer das erste offizielle Länderspiel gegen Gibraltar spielen täten. Es wäre im Rahmen der Eröffnung des Nationalmannschaftszentrums. Leider ist es aufgrund von Corona nicht standgekommen. Dann hat man es verschieben. Dann wäre geplant, dass wir im Herbst in Gibraltar spielen täten. Es ist dann aber auch aufgrund von Corona leider nicht möglich gewesen. Dann ist man auf die Idee gekommen, ja, Luxemburg wäre reisetechnisch einfacher. Dann hat man mit Luxemburg vereinbart, dass wir in Luxemburg spielen könnten im Herbst. Es ist dann aber schlussendlich gleich auch aufgrund von Corona nicht standgekommen. Dann hat man uns also sozusagen letztes Jahr dreimal Spiel verschoben. Und dann war es so, dass wir im Januar alle damit gerechnet haben, dass unser erstes Länderspiel dieses Jahr im Juni stattfinden wird, daheim gegen Gibraltar. Und dann ist relativ kurzfristig die Anfrage von Luxemburg gekommen. Und über das haben wir uns alle gefreut. Hat aber auch ein bisschen Hektik ausgelöst in der Organisation. Aber wir sind froh, dass es jetzt so gut geklappt hat. Und es klappt auch gleich gut mit diesem Angriff. Fiona Badliner über rechts. Da ist eine Anspielstation mit Beneckenstein, aber Badliner versucht selbst mit dem linken Fuß und setzt ihn etwas über den Kasten. Aber ein guter Angriff der Liechtensteinerinnen, die hier gleich schnell umschalten
nach Angriffsbemühungen der Gäste. Ah, schön gemacht, auch hier vom Beck. Spiel läuft weiter. Ein bisschen Entlastung bei Luxemburg. Also, wir haben es gehört von Julia Oehry. Es ist eine Krux gewesen, dieses Spiel in die Beke zu leiten. Aber da wird der ganze Schmerz schnell vergessen sein, den man im letzten Jahr da zu spüren bekommen hat, angesichts dieses historischen, schönen Ereignisses. Ja, muss noch mal ein bisschen zurück. Kimberley Dos Santos da Graca, die Rechtsverteidigerin auf Seiten der Luxemburger, wollte da den ein oder anderen Meter noch beim Einwurf rausholen. Wir hatten vorhin angesprochen, dass die Luxemburgerinnen durchaus etwas an Erfahrung besitzen, 52 Länderspiele bisher absolviert haben. Wenn man den Blick auf die FIFA-Weltrangliste wirft, dann stehen die da auf dem 110. von 142 Rängen. Für das, dass man ähnlich wie Liechtenstein eine relativ kleine Nation ist, eine durchaus gute Platzierung. Aber klar, man ist nicht ein absolutes Top-Team international, aber eben hat schon was auf dem Kasten. Eine sichere Beute für Lucie Schlimet, die 17-jährige Torfrau vom FC Zebra aus Luxemburg. Wieder eine starke Balleroberung von Eva Beck. Allerdings dann ein bisschen zu hastig. Aber man muss halt ins Spiel reinkommen. Apropos reinkommen, Julia, was ist dein erster Eindruck von den Liechtensteinerinnen? Ja, ich finde, wir haben ein relativ gutes Spiel gefunden. Wir stehen sehr kompakt, nehmen Zweikämpfe an. Und ja, es ist wirklich ein guter Start ins Spiel. Wir lassen Luxemburg relativ wenig Platz, wir attackieren früher, so kann es weitergehen. Durchaus, durchaus auch mein Eindruck. Man geht früh drauf, man presst und das ist etwas, das die Roten beschäftigt. Unverkennbar in dieser Anfangsphase. Vielleicht hat man sich da ein bisschen was Falsches vorgestellt, als man hier ankam und die Liechtensteinerinnen nicht gar so aggressiv erwartet. Oh, aber das hier ist ein starker Ball in die Spitze. Da muss Torhüterin Huber aushelfen. Modernes Torhüterinnen-Spiel. Rauskommen, schauen, dass man nicht alles den Verteidigern überlässt und so eine Art Libero gibt. Lena Göppel holt den Einwurf raus, die Schwester von Nationalspieler Maxi Göppel. Selbst ist sie in den USA aktiv bei Louisiana und spielt dort College-Fußball. Hat sich ja durchaus bewährt im Frauenfußball, dieses College-System. Julia, mit Spielerinnen, die den Weg da in die USA gehen, dort mehrerlei Dinge unter einen Hut bringen. Fußball, neue Sprache, neues Land. Aber jetzt gucken wir auf den Angriff über die rechte Seite und da ist die Fahne gleich wieder oben.
gucken wir nochmals auf die Wiederholung. Ja, da startet sie den Ticken zu früh. Jill de Bruyne zeigt dann, Mensch, gib mir doch den Ball, kriegt den auch, aber dann eben das Timing, das nicht passt. Und schon geht es wieder auf die andere Seite. Wieder gut aufgepasst von Lena Göppel und sucht dann gleich Fiona Badlina. Fasel und wieder Göppel, die jetzt scheinbar überall auf dem Platz zu finden ist. Stark durchgesteckt, aber auch hier das Triller-Instrument zum Munde geführt von der Schiedsrichterin und auf Abseits entschieden. Sehr knapp, aber korrekt entschieden. Ja, Julia, du warst dabei, als es die Videoanalyse des Gegners gab. Ist es hier irgendwie anders, als man das erwarten konnte, wie die Luxemburgerinnen hier aufspielen? Ja, also wir haben ein Spiel gesehen vom Oktober, muss man dazu sagen. Sie sind aus dem Lockdown gekommen, haben nicht spielen dürfen fahren. Es war das erste Spiel gewesen. Dort im Spiel war es so gewesen, wir haben gewusst, sie sind körperlich sehr robust, scheuen Zweikämpfe nicht. Sie werden wahrscheinlich mit sehr viel langen Bällen agieren und dass sie kopfballstark sind. Und es gibt schon ein, zwei Spielerinnen, die dann recht rausgestochen sind, die nicht in Luxemburg spielen. Zum Beispiel der Captains Nummer 10 ist in jedem Spiel schon aufgefallen. Laura Miller, ja. Genau, dass sehr viel über sie läuft. Und so ist es bei uns einfach so ein bisschen, ja, sie sind körperlich stark, sie sind athletisch, sie werden lange Bälle spielen, weil sie kopfballstark sind. Es ist so ein bisschen unser Fazit nach der Analyse. Und es scheint noch nicht ganz so zu funktionieren, wie sie das in der Regel auch praktizieren. Die Liechtensteiner Defensive, die steht relativ gut in dieser Anfangsphase. Man hat ein, zwei Bälle durchgelassen, aber das war abseits. Man kann jetzt sagen, Abseitsfalle. Und ja, da gibt es eigentlich nichts zu meckern, wie der Deutsche sagen würde. Und immer wieder Lena Göppel. Sehr schön anzusehen, wie sie die Wege geht und rechts und links zu finden ist, aufgeboten neben dem linken Mittelfeld, also nicht ganz links außen, sondern linkes zentrales Mittelfeld als Achter, kann man so sagen. Und das sorgt dann auch für Verwirrung bei den Gegnerinnen, wenn man die Positionen fleißig wechselt, neue Anspielstationen schafft. Und jetzt also der Freistoß. Sophia Hürlimann, und der wird wohl lang getreten werden. Und jetzt auch mal die Luxemburgerinnen mit Pressing früh draufgehen. In diesem Fall von Charlotte Schmidt, die Mia Hammermann gleich mal unter Druck zu setzen versucht. Schöner Pass gewesen. Szenenapplaus für Felicia Frick. Die eine jener Spielerinnen mit Spielpraxis ist in dieser Corona-Saison, spielt in Österreich beim FFC Vorderland. Mit ihr zusammen 6 Spielerinnen bei Liechtenstein, die über Spielpraxis verfügen. Gibt es ja immer wieder diese Unterbrüche in dieser Saison, auch in Luxemburg.
wo man zwar im März noch gespielt hatte, aber in den letzten Wochen pausieren musste. Fiona Badlina. Charlotte Schmidt, den sieht sie gut. Jill de Bruijn, aber Sie sehen es, oder Sie hören es besser gesagt. Ich sehe es, weil ich im Stadion sitze. Sie hören, dass es abseits gewesen ist. Eine der Aktivposten, Jill de Bruijn, auf Seiten der Gästemannschaft. Immer wieder wird sie gesucht mit langen Bällen, mit Pässen, die durchgesteckt werden. Und es ist schon das zweite, dritte Mal, dass sie im Abseits gestanden hat. So, das Spiel hat sich jetzt wieder so ein bisschen neutralisiert nach dieser etwas ungestümen Anfangsphase. Das ist nicht negativ gemeint, sondern einfach mit viel Esprit nach vorne gespielt, vor allem von den Liechtensteinerinnen. Jetzt ein bisschen taktischer geworden, ruhiger, überlegter, aber nach wie vor viele Zweikämpfe und auf beiden Seiten oft der Pass in die Tiefe. Ja, und so stellt sich das Philipp Riedner vor, dieses Passspiel. Julia, man merkt schon, die sind hier total fokussiert. Die meisten Pässe, die finden die Frau. Ja, es ist auch so, dass wir durch das, dass wir ein A-Nationalteam sind, in der Corona-Zeit haben dürfen trainieren. Durch das, dass die meisten im breiten Fußball aktiv sind, ist es super gewesen für uns, dass wir eigentlich als Nationalmannschaft miteinander trainieren haben dürfen. Das ist schon eine Besonderheit bei uns, dass wir dann können dreimal in der Woche trainieren und uns so besser kennenlernen auf dem Feld. Und es ist sehr viel im Training ist auf Passqualität Wert gelegt worden und so. Und ich finde, man sieht es heute schon, dass es sehr gut funktioniert. Trägt die Arbeit Früchte ganz offensichtlich. Apropos Training, Trainer Philipp Riedner sprach im Vorfeld der Partie davon, wie sehr man merkt, wie die Spielerinnen dieses historische Spiel erwarten, wie sehr man sich freut und eben auch, wie fokussiert man ist. Sprach davon ungewöhnlichem Verhalten, dass normalerweise man freue sich mehr darauf, endlich mal wieder die Kolleginnen zu sehen. Und bei diesem Zusammenzug, da schien etwas anderes im Fokus zu sein. Und das merkt man hier heute auf dem Platz. Soll nicht heißen, dass ansonsten hier irgendwie lässig gearbeitet werden würde. Ganz im Gegenteil. Dieses erste Länderspiel des Frauennationalteams, ein Beweis dafür, für die Arbeit, die da geleistet wurde, auch beim LFV, von den Spielerinnen, von den Trainerinnen. Da wird viel investiert und hier darf man erstmals international was pflücken. Jill de Bruijn fordert hier den Freistoß gegen Eva Beck, aber bekommt nur den Einwurf zugesprochen. Bislang ein unspektakuläres Spiel, schiedsrichtertechnisch betrachtet. Wieder abseits. Dieses Mal ist es Marta Esteves Garcia, die Frau mit der Nummer 6, die hier den Schritt zu weit vorne ist. Nochmals. Nee, war sie nicht. Aus dieser Perspektive. Selbstredend, dass es hier keinen Videobeweis gibt. In diesem Rahmen hier im Sportpark
Mauren, Eschen, Eschen-Mauren. Aber von dem lebt ja der Fußball auch ein bisschen, dass nicht immer alles belegbar ist. Anuschka Besch, Jill de Bruyne und Bettina Huber passt auf und de Bruyne zieht dann gleich schon ab, merkt, da muss ich nicht mehr hin. 20 Minuten mittlerweile gespielt, es ist ein 0:0, das wir hier bislang sehen, mit allen Optionen offen. Ah, kleiner Stolperer bei Mia Hammermann, aber sie setzt sich durch. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Toller Pass von Lena Köppel, aber ein bisschen zu weit. Schwierig für Eva Beck, da noch ranzukommen. Köppel macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Gefällt mir ganz gut. Sehr präsent im Mittelfeld. Aber das sage ich ja auch nicht zum ersten Mal. Julia, schon auffallend, wie rechtslastig das Spiel der Luxemburgerinnen ist. Liegt das daran, dass Jill de Bruyne hier einfach die wohl gesuchteste Mitspielerin ist, oder dass die linke Seite oder von uns aus gesehen die rechte Seite der Liechtensteinerin dicht hält? Ja, ich würde sagen, es ist definitiv so, dass de Bruyne die Spielerin auf dem Feld ist, die am meisten gesucht wird. Und ich finde auch, dass wir auf der linken Seite sehr gut stehen und es sehr gut machen mit der Felicia und mit der Eva. Beide auch sehr zweikampfstark. Und da merkt man auch, dass beide eigentlich schon öfter spielen haben können und beide im Spitzenfußball tätig sind und nicht im Breitensport. Und darum glaube ich, liegt es eher daran, dass de Bruyne bei ihnen, also bei Luxemburg, die Spielerin ist, die einfach öfters gesucht wird. In guten Händen aus Liechtensteiner Sicht. Jetzt gibt es den ersten Eckball der Partie nach 22 Minuten. Na, der kommt in die Mitte, gefährlich. Fasel, den trifft sie nicht optimal. Sicher für Schlimme. Was Jill de Bruyne bei Luxemburg ist, spieltechnisch betrachtet, ist Fiona Badlina in diesen ersten Minuten bei Liechtenstein. Die Angriffe häufig auch über sie rechts vorgetragen. Sie ist eine, die sich hier auch traut, den Weg zu gehen zur Grundlinie, den einzigen Abschluss verzeichnen konnte und sich alle Mühe gibt, dass man hier ein möglichst positives Ergebnis mitnimmt. Spielt, also Badlina spielt auch seit dieser Saison im ersten Team des FC St. Gallen Start und ist dort auf dem Weg zur Stammspielerin. Hatte da auch aufgrund von Corona profitiert, dass man Nachwuchsspielerinnen hochgenommen hat, weil in den unteren Ligen nicht gespielt werden durfte und sie konnte sich da gleich auch nachhaltig präsentieren und Trainer Marco Zwissig fühlt sich überzeugt. Nächster Eckball und Sie hören es von den Mitspielerinnen und den wenigen Fans, die hier anwesend sind. Also keine offiziellen Fans, aber Staff und Landsleute, die hoch erfreut sind über diesen engagierten Auftritt der Liechtensteinerinnen.
Nächster Corner. Wieder ein Fall für Beck. Der wird lang und länger. Und da müssen sie mit vereinten Kräften rausklären. Auch nicht wirklich gut geklärt. Direkt in die Füße von Hammermann. So, soll ein Einwurf gewesen sein. Habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen, aber schwamm drüber. Ist jetzt nicht die ultimativ gefährliche Position. Anuschka Besch gegen Hammermann kann sich hier durchsetzen, aber der Pass, da hapert, leitet direkt die Kontergelegenheit ein. Ja, Liechtenstein-Luxemburg bei den Frauen, das ist nicht ganz ohne Vergangenheit, obgleich eben die Liechtensteinerin vom ersten Team her noch kein Nationalspiel absolvieren konnten, aber die U16 und die U18 haben da schon gegen die Luxemburgerinnen gespielt bei einem sogenannten Development-Turnier. 2015 beispielsweise die U16 hat da aber 5:4 verloren. Also vielleicht sehen wir hier auch noch 9 Tore, wer weiß. Und dann später noch 0:4 verloren. Aber eben, Sie sehen, auch da gab es einiges an Tore, während hier Luxemburg wieder mal in den Angriffsmodus schaltet. Laura Miller, die Kapitänin, nehmen wir als ersten Abschlussversuch. Und nur, dass ich die Geschichte fertig mache, die U19 dann später auch noch zweimal gegen Luxemburg gespielt. Einmal gab es ein 3:3 und einmal eine 0:3 Niederlage. Also 3 Niederlagen und ein Unentschieden stehen zu Buche, gesamthaft betrachtet bei den Liechtensteiner Frauen gegen die Luxemburger Frauen. Sina Kollmann, beschäftigungsarm, nach nicht ganz einer halben Stunde. Und wieder wird sie gesucht. Jill de Bruyne nimmt den Ball schön runter. Edina Kocan bleibt hängen. Trotz viel Föhn hier im Rheintal fehlt ihnen die Luft zum Atmen hinten raus, weil Liechtenstein nach wie vor früh drauf geht und alles daran setzt, dass die Roten hier nicht zu einem relaxten Spielaufbau kommen. Fahne bleibt vorerst unten. Marta Esteves Garcia. Und dann geht sie rauf. Und unten, Sie sehen sich an der Seitenlinie, Gästetrainer Daniel Santos. Extrem entnervt. Hat da was anderes gesehen. Aber da muss er sich jetzt erstmal damit abfinden, dass dieser Konter nichts einbringen wird. Boah, wichtig, dass Sophia Hürlimann diesen Ball kontrollieren kann. Ansonsten wäre Anuschka Besch durch gewesen und hätte Bettina Huber wohl in Bedrängnis gebracht. Aber hätte, hätte Fahrradkette.
Konjunktiv 2, das ist hier nicht Programm. Nächster Angriff. Oh, was für ein Bock. Und dann fällt Viktoria Gerner. Glück für Kimberley dos Santos da Graca, dass das hier keine Folgen hat. Nächster Einwurf, Fiona Batlina, wird ein bisschen Zeit mitgenommen. Ja, Internationalität und Frauenfußball in Liechtenstein, wie vorhin angesprochen, mit den U-Mannschaften noch kein unbeschriebenes Blatt oder kein unbeschriebenes Blatt mehr. Es gibt da seit einigen Jahren die von der UEFA organisierten Development-Turniere. Da hat man schon fleißig mitgemacht, aber es hat auch einen Haken, diese Sache, nämlich das Alter, Julia. Ja, es ist eine super Sache. Die Development-Turniere sind ja so Entwicklungsturniere extra für kleine Nationen, dass man internationale Erfahrungen sammeln kann. Aber bei uns ist natürlich immer das Problem, dass es eine Altersbeschränkung gibt. Wir haben bei der U16-Turnier haben wir immer dürfen mit einer U17-Mannschaft mitspielen, weil bei uns einfach ja, wir haben zum Teil nicht so viele Spielerinnen in den richtigen Jahrgängen. Aber für uns vom älteren Kaliber ist es halt immer ein bisschen schwierig. Es tut ein bisschen weh, wenn die Jungen die Möglichkeiten haben und die Älteren nicht. Darum ist es jetzt umso schöner, haben wir es geschafft, mit dem heutigen Tag das erste Jahr Nationalspiel zu haben. Also eben durchaus auch Nachteile auf Seiten der Älteren. Aber man ist natürlich nicht unglücklich, dass es jetzt endlich auch so klappt. Jetzt gucken wir uns aber diesen Angriff an, über die rechte Seite vorgetragen. Starkes Tackling von Sophia Hürlimann, die gleich andeutet. Steht kompakt, ihr müsst damit aufrücken, kann nicht alles alleine machen. Das ist eine Ansprache der Verteidigerin und den Eckball wird dann auf Luxemburger Seite die Rechtsverteidigerin Kimberley dos Santos da Graca ausführen. Hier sehen wir nochmal in der Wiederholung. Da war viel Platz und Hürlimann macht das clever. Geht genau dahin, wo der Ball kommt und kann so vorerst entschärfen. Laura Miller. Boah, stark gesehen, wollte ich schon wieder sagen. Und da ist der Ball im Tor, aber sie haben es wieder gehört, abermals abseits. Und ich gucke gerade nur auf Daniel Santos, der da schon die kalibrierte Linie ziehen möchte, aber die gibt es hier halt nicht. Und so aus dieser Perspektive schwierig zu beurteilen. Aber wir vertrauen jetzt einfach mal auf das Schweizer Schiedsrichtergespann oder das Schweizer-österreichische Schiedsrichtergespann. Ansprache von Schiedsrichterin Gisletta gegen Eva Beck. Ich glaube, sie meinte da eben das Tackling gegen Jill de Bruyne. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Diese Development-Turniere, die wir eben angesprochen haben, da gibt es ja eben diese Altersbeschränkung gegen rauf. Aber hier bei der A-Nationalmannschaft, da sind einige sehr, sehr junge Spielerinnen mit dabei. Gerade mal 15 Jahre jung auf beiden Seiten. Gegen unten gibt es ja nicht so Beschränkungen. Also das vielleicht noch interessant zu wissen.
allgemein sehr junge Spielerinnen, die da auf dem Platz stehen. Ein paar Ausnahmen gibt es, aber so summa summarum ist man schon sehr jugendlich aufgestellt. Jetzt die große Gelegenheit, das 1:0! Viktoria Germer, die Kapitänin! Unfassbar! Liechtenstein geht in Führung! Und ich gucke gerade zu Julia Öri, die hat einen riesen Smile auf dem Gesicht. Wir gucken es uns nochmal an. Vorbereitet von Julia Eckenstein, die den Ball durchsteckt. Und dann Germer mit 31 Jahren eben auch erfahren und cool. Schiebt ihn vorbei an Lucy Schlimet und macht das viel umjubelte 1:0. Ich bin mir nicht sicher, ob da die eine oder andere nicht Tränen in den Augen hat. Tor für die Liechtensteiner Damen, Frauen, für das Liechtensteiner Damenteam. Und wir gratulieren der Torschützin mit der Nummer 10, Viktoria Germer. Neuer Spielstand: Liechtenstein 1, Luxemburg 0. Mehr 35 Goal für Team Liechtenstein, Score by Number 10, Viktoria Germer. New Score: Liechtenstein 1, Luxemburg 0. Und das ist nicht gestohlen, diese Führung. Durchaus nicht. Julia, was meinst du? Ja, ich finde auch, vom Spielverlauf ist die Führung absolut nicht gestohlen. Es war eine super Aktion. Julia hat sehr gut antizipiert und hat den Ball durchgesteckt. Und Fiege hat eiskalt abgeschlossen. Es war ein Angriff aus dem Bilderbuch. Und die nächste Chance, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wieder Viktoria Germer, die alleine vor dem Tor steht, aber entschärft. Ja, ja, ich wollte sagen, die Situation ist ähnlich, aber ist diesmal nicht zum Goal gekommen. Ja, es ist echt nicht gestohlen und ich finde der Spielaufbau für uns ist sehr gut. Wir so haben Zeitenwechsel. Wenn es nicht geht, spielen wir hinten um. Dort merkt man auch, dass wir hinten Leute haben, wo... Jetzt hören wir ganz kurz auf, ja. Dass wir auch einen Goalie haben, der fußballerisch gut mitspielen kann. Darum kann man auch gut Bälle hinten umspielen. Und ja, macht Spaß zum Zuschauen. Hier nochmals das Tor in der Wiederholung. Schön reingeschoben, absolut clever gemacht. Und wie Julia Öri gesagt hat, nicht gestohlen. Für mich sehr verdient. Man ist das aktivere Team, man macht hinten dicht, man lässt die Luxemburgerinnen zigmal in die Abseitsfalle tappen und dann ist man einfach wacher, man ist präsenter, auch im Mittelfeld oft zu sehen mit Lena Göppel, in diesem Fall mit Beneckenstein und ja, macht hier kaltschnäuzig dieses Tor, dieses historische Tor und ich bin mir sicher, dass die Spielerinnen, insbesondere Viktoria Germer, nicht im Moment realisieren kann, was das für eine Bedeutung hat. Sie wird wie alle anderen auch in den Geschichtsbüchern stehen in Zukunft. Und ich habe da gerade noch ein Handspiel gesehen, aber die Schiedsrichterin hat weiterlaufen gelassen. Und jetzt die Frage natürlich, wie ist die Reaktion Anushka Bensch? Bensch und fällt im 16er, aber Eckball nur für Luxemburg. Die müssen jetzt kommen. Die haben das ein bisschen zu ruhig angehen lassen, diese Anfangsphase. Und hier ein kleiner Schnitzer von Mia Hammermann, aber ohne Folgen. Und er hinten hat gut lachen bei der Bande. Eckball. Kocan bringt den in den 5-Meter-Raum. Pardon, das war nicht Kocan, das war Esteves Garcia. Wieder in Bedrängnis gebracht. Keine Luft zum Atmen und Charlotte Schmidt mit dem ungenauen Abspiel, die 15-jährige Stürmerin von Luxemburg. Einwurf Liechtenstein. Also, 7 Minuten noch bis zur Pause. Es steht 1:0 fürs Heimteam. Verdienterweise viel umjubelt. Und es ist eine sehr interessante Partie, die wir hier zu sehen bekommen. Mit sehr, sehr viel Engagement vorgetragen.
Und auch hier exemplarisch diese Situation. Man kann sich nicht aus dieser Umklammerung lösen. Man schafft es fast nie, einen Angriff sauber vorzutragen über zwei, drei Stationen von hinten, über die Mitte nach vorne, weil Liechtenstein früh drauf geht, präsent ist und keinen Zweikampf scheut. Respekt vor dem Team von Philipp Riedener. Ja, Foulspiel von Fiona Badlina. Gegen Marta Esteves Garcia. Trikotzupfer. Taktisch. Isabel Albert. Und wieder Fiona Badlina. Köppel und Torschützin Gerner. Links ist Platz, den sieht sie jetzt. Eva Beck behauptet sich, aber Kimberly dos Santos de Graca rappelt sich auf, gewinnt den Ball zurück und klärt zum Einwurf. Das ist dann eben die körperbetonte Spielweise der Gästemannschaft, die auch angesprochen wurde von Julia Oehring. Da ist man fit und man muss diese Zweikämpfe dann auch annehmen. Abschluss von Lena Köppel. Aber Ball lange in der Luft und insofern nicht die allergrößte Herausforderung für Lucie Schlimé. So, und jetzt scheint es eine Verletzung zu geben auf Seiten der Luxemburgerinnen. Während die Liechtensteinerinnen die Zeit für ein bisschen Motivation und taktische Gespräche nutzen. Das hier übrigens der Coach der Gästemannschaft, Daniel Santos. Und er hat das medizinische Staff jetzt also bei... Ich sehe es gerade nicht da mit der Nummer 5. Ja, das ist Emma Krämer, excusez-moi, die sich da wehgetan hat. Und Ausgangspunkt war, geht hinten links und ohne Fremdeinwirkung, setzt sich ab. Schwierig zu sagen. Ich mag hier keine Ferndiagnosen stellen, aber Julia, hast du was gesehen? Nein, mir ist schon nichts aufgefallen. Ich bin jetzt so ein bisschen überrascht, dass es die Unterbrechung gibt. Ein Zweikampf kann es nicht sein. Austria wäre früher gewesen. Aber jetzt in dieser Situation keine Ahnung, was da los war. Vielleicht ein, ich weiß es nicht, sieht mir nicht nach einer Muskelangelegenheit aus. Schwierig zu beurteilen. Nun, jedenfalls, wir hoffen natürlich, dass es für sie weitergehen kann oder wenigstens, dass es nichts Ernsteres ist. Geht jetzt erstmals vom Platz. Aber sie kann gehen und das ist vorerst das Wichtigste. Sind jetzt also vorerst nur zu zehnt die Luxemburgerinnen. Für diese letzten 2,5 Minuten wird wohl noch ein bisschen was nachgespielt werden in Anbetracht dieser Unterbrechung. Aber macht die Sache nicht einfacher für das Gästeteam. Hinten dran machen sie schon ein paar
Luxemburgerinnen warm, um dann in der zweiten Halbzeit vielleicht die Wende herbeizuführen. Merken eben schon jetzt dieses intensive Spiel und da geht Eva Fasel zu Boden. Aber war wohl nichts Ernsteres. So, also jetzt kurz vor der Halbzeitpause machen wir mal ein Fazit oder ziehen ein Fazit. Liechtenstein ist das zumindest in meinen Augen stärkere Team. Man tut mehr fürs Spiel, man ist allgemein parater, so würde ich das ausdrucken, und hat dann folgerichtig auf das Tor erzielt, das einzige bislang. Julia, du kannst gerne auch noch deine taktischen Einblicke einbringen. Ja, wir führen definitiv verdient zur Halbzeit. Wir sind, das Pressing ist griffiger, wir sind voll bereit für Zweikämpfe. Wir nehmen eigentlich Luxemburg die Stärke, die sie körperlich und physisch mitbringen, nehmen wir total aus dem Spiel. Dadurch ist, dass wir ihnen kaum Platz lassen und nichts und einfach körperlich mit dem, was wir haben, dagegen heben. Spielerisch sind wir die bessere Mannschaft, finde ich. Passstaffetten funktionieren sehr gut, die Abstimmung funktioniert gut. Ja, ich würde sagen, so kann man weitermachen in der zweiten Halbzeit und dann gibt es hoffentlich noch ein bisschen mehr Goal. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Natürlich für Blau, so patriotisch und parteiisch sind wir jetzt einfach. Aber zusammengefasst, eine verdiente Führung zur Halbzeit. Anuschka Besch und der Ball kullert ins Tor, aber Stürmerinnenfaul oder nee, abseits war es, abseits. Und dann anschließend noch der Zusammenstoß zwischen Huber und Besch. Aber ich glaube, das war jetzt gefühlt das 732. Mal, dass hier auf Abseits entschieden wurde. Und das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Also hier wird Luxemburg um den Ausgleich gebracht. Besch nie und nimmer im Abseits und dann der Abschluss auch korrekt. Also das hätte zählen müssen, oder Julia? Ja, es war kein Abseits gewesen, haben wir jetzt in der Wiederholung gesehen. Man kann uns wirklich glücklich schätzen, es wäre der absolut doofste Zeitpunkt gewesen für einen Ausgleich für uns. Für Luxemburg wäre es super gewesen, kurz vor der Pause einen Ausgleich. Wir sind froh, es war eine Fehlentscheidung gewesen. Jawohl, und jetzt wird auch abgepfiffen zur Pause. Sie hören vom Stadionsprecher, es steht 1:0 für Liechtenstein. Verdientermaßen, aber man hätte hier der Richtigkeit halber eigentlich einen Treffer für Luxemburg geben müssen. Aber da schauen wir jetzt nicht so genau hin. Es gibt ja hier keinen Videoschiedsrichter und dementsprechend freuen wir uns über die Pausenführung. Ja, es war eine intensiv geführte erste Hälfte. Viele Zweikämpfe, viele engagiert geführte Zweikämpfe mit oftmals dem besseren Ende für die Blauen, für die Liechtensteinerinnen. Und da werden sie jetzt in der zweiten Halbzeit alles daran setzen, um dieses historische Spiel auch mit einem historischen Ergebnis abzuschließen. Man hat hier keineswegs mit einem Sieg oder so gerechnet. Klar, es gibt noch 45 Minuten zu spielen, aber das Ergebnis dann doch positiv überraschend. So, und jetzt sind sie hier noch ein bisschen vom, in Anführungszeichen, vom Stadion. Und gleich werden wir noch ein bisschen was von den Highlights zu sehen bekommen. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie mit dabei sind und die Frauen des Nationalteams unterstützen. Ob irgendwo hinten in Mauren auf dem Berg oder eben zu Hause am Livestream. So, das sind jetzt die Highlights, wenn man so möchte, aus der ersten Halbzeit. Vor Anstoß die Hymnen, die wehenden Fahnen, die fokussierten Spielerinnen. Platzwahl mit den beiden Captains, mit Gerner und Miller. Gerner, die spätere Torschützin, das Schiedsrichtergespann aus der Schweiz. Und hier sehen wir den ersten Abschluss, den es gegeben hat, über Fiona Batlina, die sehr engagiert war über die rechte Seite. Zwei, drei Eckbälle hat es auch gegeben für die Liechtensteinerinnen. Sie sorgten allerdings nicht für die allergrößte Gefahr. Da hatte Lucy Schlimé ihren Kasten noch sauber.
Laura Miller diesen Abschluss auspackte, der sein Ziel allerdings um ein, zwei Meter verfehlte. Und dann der große Moment. Julia Beneckenstein bleibt dran, spielt den Pass und Viktoria Gerner, die Nutznießerin. Ein wunderbares 1:0. Das erste Nationalmannschaftstor der Frauen. Und dann war eigentlich auch schon fast Halbzeit. Hier sehen wir noch eine Einstellung, weil es so schön ist. Und bin gespannt, ob wir den Abseitstreffer noch zu sehen bekommen. Den faktischen Nicht-Abseitstreffer. Der dürfte nachher noch kommen. Das war noch ein Abschluss von Lena Göppel kurz vor der Halbzeitpause. Und dann war es auch schon vorbei. Und damit verabschieden wir auch uns von der Kommentatorenseite her in die Pause. Wünschen Ihnen eine gute Pausen-Cola und bis gleich.
Thank you.
Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit des ersten Länderspiels des Frauennationalteams von Liechtenstein im Sportpark zu Eschenmauren gegen die Auswahl aus Luxemburg. Und im ersten Durchgang, falls Sie erst jetzt einschalten, haben Sie was verpasst, zumindest aus Liechtensteiner Perspektive, denn es steht durchaus überraschend 1:0 für die in Blau gekleidete Heimmannschaft. Und das nicht unverdient. Man war über weite Strecken das bessere Team. Man war vor allem, und das war das Entscheidende, in den Zweikämpfen dominanter. Man hat gefightet, man hat oftmals die Duelle für sich entscheiden können. Und ja, steht so, nicht mit dem Rücken zur Wand. Torschütze war Viktoria Gerner, die Kapitänin mit der Nummer 10 hier im Bild. Ja, das wird sie sich noch einrahmen lassen, samt Trikot im Wohnzimmer, dieses unfassbar tolle Tor. Das jetzt nicht ein absolutes Traumtor gewesen wäre, aber um das geht es ja auch nicht. Es war ein wichtiges Tor, es war ein sauber herausgespieltes Tor und es war ein verdientes Tor. Anspiel jetzt also fürs Heimteam. Während ich gerade die Information von Kollegin Julia Öri bekomme, dass bei den Gästen gewechselt wurde. Die Nummer 5 aus der Innenverteidigung räumte das Feld. Das war Emma Krämer, die sich kurz vor Pausenpfiff verletzt hatte, ohne Fremdeinwirkung, und für sie jetzt mit der Nummer 2 neu im Spiel. Betty Noel eben im Bild gesehen. 1:0 für das Liechtensteiner Frauennationalteam geht es jetzt in die zweiten 45 Spielminuten und zur Halbzeit ein Spielwechsel bei unseren Gästen aus Luxemburg, aus dem Spiel Nummer 5 Emma Krämer, die von neuem Spieler Nummer 2 Betty Noel. Substitution von Team Luxemburg, entering with number 2 Betty Noel, and she's taking place. Boah, das war ein guter Pass der Luxemburgerinnen Anuschka Besch. Aber eben noch aufgepasst, ein bisschen profitiert von einer unsauberen Ballbehandlung von Besch, die Liechtensteinerinnen. Also das hätte gleich ins Auge gehen können, dieser erste Angriff vorgetragen von Luxemburg. Und die scheinen sich hier für den zweiten Durchgang was vorgenommen zu haben. Ausgleich durch Marta Esteves Garcia. Keine Minute vorbei. Eiskalt erwischt. Und da bin ich gespannt auf die Entstehung. Abseits oder nicht, gar nicht zu erkennen aus dieser Perspektive. Und das Bittere an der Sache, dass Huber noch dran war an diesem Ball. Überhaupt nicht sauber abgeschlossen oder so. Aber nee, kein Abseits, auf keinen Fall beim Zuspiel von Kimberley dos Santos de Graca. Ja, also kalte Dusche, Julia. Ja, wir haben damit rechnen müssen, dass Luxemburg nach der Pause sicher kommen wird, wird für wer und mit dem Resultat nicht einverstanden sein wird. Dass es jetzt so schnell geht, ist für uns natürlich nicht so gut. Es ist ja schade, dass wir in der Mitte den Zugriff verloren haben auf die Spielerin und sie so frei zum Einschuss gekommen ist. Bittere Pille, aber wie sagt man, Mund abputzen und weitermachen. Hier ist alles drin, es steht 1:1, man hat noch eine Halbzeit zu spielen und man muss sich einfach auf das fokussieren, was man in der ersten Halbzeit so gut gemacht hat, nämlich die Zweikämpfe annehmen, gewinnen und hochpressen. Das wurde noch gar nicht erwähnt im zweiten Durchgang. Man ist immer schön angelaufen und hat den Luxemburgerinnen wenig Raum gegeben zum Atmen. Noel fügt sich gleich spielerischen Spiel ein, die Innenverteidigerin mit der Nummer 2, 31-jährig mittlerweile, spielt in Frankreich. Die Kapitänin der Gäste, Laura Miller, aber unsauberes Zuspiel von Albert, Isabelle Albert, die heute die linke Seite beackert.
mit der Nummer 21. Auch offensiv eingesetzt werden kann. Aber viele Spielerinnen sehr variabel unterwegs, auch bei Liechtenstein. Nicht abgepfiffen, dieser Zweikampf mit Sophia Hürlimann, aber Mia Hammermann hilft aus und bereinigt jetzt Badliner gegen Miller. Und Miller mit dem besseren Ende für sich. Ja, gut, wie Bettina Huber hier mitspielt. Weil ich es vorhin angesprochen hatte, zum Thema Variabilität von den Spielerinnen. Julia Beneckenstein, die das 1:0 vorbereitet hatte, spielte einst sogar im Tor. Und zwar in der EM-Qualifikation. Heute läuft sie als Stürmerin auf. Aber auch eine Erfahrung, die Kollegin Julia Oehri nicht fremd ist. Auch sie. Das darf ich sagen, auch sie spielte bereits im Tor. Ja, das war kein guter Pass und da wird durchgelassen. Marta Esteves Garcia, die Torschützin, wäre da beinahe durch gewesen. Aber Bettina Huber im rechten Moment noch rausgekommen mit den Griffeln am Ball. Und Situation entschärft. Und scheint hier eine taktische Änderung gegeben zu haben im zweiten Durchgang jedenfalls. Wie ich das hier sehe, spielt Jill de Bruyne jetzt als Rechtsverteidigerin und an ihrer Stadt Vorlagengeberin Dos Santos da Graca über den rechten Flügel. Hat sich also gleich ausbezahlt, diese kleine, aber feine Änderung vorzunehmen. De Bruyne im ersten Durchgang wenig Land gesehen, viel angespielt und gesucht worden, aber eben konnte sich so gut wie gar nie durchsetzen. Und wenn, dann stand sie im Abseits. Hier am Ball, Jill De Bruyne. Und schön gemacht von Marta Dos Santos de Graca. Nee, nicht Marta, Kimberly, Entschuldigung. Die Fahne bleibt unten, auch wenn hier von den Luxemburgerinnen abseits angezeigt wurde. Abseits, da hat er hier im Bild, Daniel Santos, ja schlechte Erfahrung gemacht in der ersten Hälfte. Ein eigentlich reguläres Tor nicht gegeben, weil das Schiedsrichtergespann auf Abseits entschieden hatte. Also ein klarer Fehlentscheid gewesen. Julia Beneckenstein und Fiona Badliner Beneckenstein. Jetzt muss sie abziehen und sucht auch gleich den Abschluss. Der erste Schuss. Nee, der zweite Schuss aufs Tor, abgesehen vom erzielten Tor der Liechtensteinerinnen im ersten Durchgang. Einmal Lena Göppel mit einem Abschluss und jetzt also hier Julia Beneckenstein. Kriegt nicht mehr genug Power hinter dem Ball aus der Drehung raus. Aber guter Versuch. Anushka Besch setzt nach gegen Mia Hammermann. Dann auch noch mit der Grätsche an der Eckfahne. Aber die Assistentin der Schiedsrichterin unmittelbar daneben gibt jetzt den Einwurf für Liechtenstein.
überfallartig jetzt, die Roten. Mit unsauberem Zuspiel, aber Isabel Albert und Bettina Huber schließt den Ball in die Hände. Flanken, etwas, das man wenig sieht in diesem Spiel bei Liechtenstein, ist das etwas, das nicht unbedingt Mittel der Wahl ist. Oh, Moment, schnell jetzt die Gelegenheit für die Luxemburgerinnen. Das ist Charlotte Schmidt. Charlotte Schmidt, und was für eine Parade von Huber. Ball noch heiß, Ball nach Schuss, dann sicher gefangen. Kurz durchatmen, aber da gucken wir noch mal drauf bei diesem Schuss hier. Charlotte Schmidt, die 15-Jährige, abgefälscht noch. Und so wie ich sehe, springt der Ball dann von Huber aus noch gegen den Querbalken. Ja genau, also hier hätte es auch schon das zweite Tor geben können, aber stark pariert von Bettina Huber. Beck, Göppel, sieht Badlina und die muss sich jetzt einfach durchsetzen gegen Albert, aber das gibt keinen Elfmeter, dafür einen Eckstoß. Und den Mann, den Sie da eben gehört haben, das war Daniel Santos, den es nicht auf seinem Trainersitz hält. Eckball. Verlässt jetzt auch seine Coaching-Zone unten rechts gesehen. Das war gesucht von Kimberley und Dos Santos de Graca. Aber auch nicht ganz fair gespielt. So, und jetzt gibt es den nächsten Wechsel. Charlotte Schmidt hat Feierabend. Sie eben noch mit der großen Chance zum 2:1. Für sie in die Partie kommt Chili Marquez Abreu. Mit der Nummer 16. Gästen aus Luxemburg aus dem Spiel mit der Nummer 9, Charlotte Schmidt, und neuem Spiel mit der Nummer 16, Julie Marquez. Minute 56, Substitution for Team Luxemburg, entering with number 16, Julie Marquez. Julie Marquez, eben die mit vollem Namen Julie Marquez Abreu heißt, ist 16 Jahre jung und bekommt also hier die Gelegenheit, gegen Liechtenstein mitzuspielen. Laura Miller, starke Bewegung und dann fällt sie, das muss den Freistoß geben, eine nicht ganz ungefährliche Position. Julia, Freistöße, können Sie verteidigen, können Sie nicht? Kann man definitiv verteidigen und wir haben mit der Bettina einen Goalie, der auf der Linie sehr stark ist, wie sie vorher bewiesen hat. Mache ich mir keine große Sorge, dass jetzt da draußen etwas in Stock kommt. Ja, hat sie eben auch bewiesen, wie stark sie auf der Linie ist. Und das ist die Torschützin, die hier offensichtlich aus großer Distanz direkt abziehen wird. Ja, voll in die Mauer, aber Ball noch heiß. Anushka Besch und Laura Miller mit vereinten Kräften dagegen gestemmt und Situation bereinigt. Wieder Kimberley Dos Santos da Graca. Und ein Eckball für Luxemburg. Also man merkt jetzt nach einer guten Stunde, dass die Gäste ernst meinen, dass man hier nicht zufrieden war mit der ersten Halbzeit. Da scheint Daniel Santos die richtigen Worte gefunden zu haben in der Pause. Und Liechtenstein, ja, muss jetzt halt einfach aufpassen, dass man nicht zu viel der Spielanteile herschenkt. Und das gibt Abstoß. Aber wie gesagt, noch ist hier alles möglich. Man hat noch über eine halbe Stunde Zeit. Wichtig jetzt, die Ruhe bewahren und weiterhin
engagiert mitspielen. Gut gesehen, Julia Beneckenstein dann aber zu schnell für Mitspielerin Gerner. Und jetzt ist viel, viel Raum auf der rechten Seite. Wieder die Hereingabe, ähnliche Situation wie vor dem Ausgleich. Und dann steht es 2:1 für Luxemburg. Die eingewechselte Julie Marquez-Abreu. Geht gleich raus zur Seitenlinie, freut sich mit Daniel Santos über diesen Treffer. Eine Stunde vorbei und es war genau gleich herausgespielt. Starke Reingabe, zweifacher Assist jetzt also für Da Graca und dann stimmt die Zuordnung nicht. Julia, was ist hier schiefgelaufen? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen überrascht worden vom langen Ball auf der Seite raus und haben den Gegenspielerin im Rücken aus den Augen verloren und sind dann der Schritt spät gewesen, gedanklich, aber auch dann natürlich auch physisch, um dann den Zugriff noch überzukommen. Darum ist sie dann leider ohne Bedrängnis zum Einschuss gekommen. Nun ja, 2:1, noch kein Weltuntergang. Und wie gesagt am Anfang, wir haben es hier mit einem Gegner, der internationale Erfahrung vorzuweisen hat, zu tun. Das 53. Länderspiel für die Damen der Luxemburger. Und ja, da zeigen sie eben auch die Kaltschnäuzigkeit, die mit zunehmender Erfahrung auch dazu kommt. Das ist ein Abschluss von Fiona Batlina, der dann allerdings den einen oder anderen Meter zu weit nach links gesetzt wurde. Marisa. Elena Lohner und Shania Vogt scheinen sich auf Seiten des Heimteams bereit zu halten, während jetzt die Schlagzahl erhöht wird und Liechtenstein optisch zumindest vernehmbar den Gang wieder nach vorne sucht. Hürlimann. Das ist die Chance für Anushka Besch, rappelt sich auf, aber dann abgepfiffen. Hier sehen wir nochmals in der Wiederholung das 2:1 und das wäre zu verteidigen gewesen. Sina Kollmann, den Vorwurf muss man vielleicht machen, dass man hier zu weit weg gestanden hat von der Torschützin. Und die Chance zum 3:1, aber frühzeitig die Fahne oben. Anushka Besch, die mit zunehmender Spieldauer wieder mehr fürs Spiel tun kann. Vorne wirbelt, ab und an ein bisschen unkonzentriert wirkt. Und da sind wir abermals gespannt auf die Wiederholung, wie es denn dieses Mal um die Abseitsstellung stand. Zumal Anushka Besch ja ein Tor erzielt hatte in der ersten Halbzeit, das dann eben nicht gegeben wurde. Aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung. So, unten sehen wir, dass sich ein Doppelwechsel abzeichnet. Lohner und Vogt werden gleich in die Partie kommen. Neues Blut, frisches Blut auf Seiten von Liechtenstein. Eva Beck macht sie gut. Gegen gleich zwei Gegnerinnen und Lena Köppel. Ja, der war ungenau. Bei Lena Köppel merkt man speziell, das hat Julia Öhre vorhin noch kurz in der Pause
besprochen gehabt mit mir, dass sie in den USA körperbetont spielt, dass man da viel Wert auf die Physis legt und dementsprechend auch diese Zweikampfstärke besteht bei Lena Göppel, die sie heute schon etliche Male unter Beweis stellen konnte. Und wieder wird die Außenverteidigung auf die Reise geschickt, aber Bettina Huber hat das Auge, geht selbst dran und klärt. Also in der zweiten Halbzeit abermals die rechte Seite, die jene ist, auf der das Geschehen stattfindet. Zumindest was die Luxemburgerinnen angeht, im ersten Durchgang vielmals über Jill de Bruyne den Weg gesucht und jetzt ist es eben Kimberley dos Santos, der Kracker. Und jetzt ist Wechseltime. Sina Kollmann verlässt das Spielfeld. Für sie kommt Elena Lohner und Shania Vogt ersetzt Julia Benneckenstein, die das 1:0 vorbereitet hat. Team aus dem Spiel mit der Nummer 4 Sina Kollmann und die Nummer 9 Julia Benneckenstein. Dafür neu im Spiel mit der Nummer 6 Elena Lohner und die Nummer 16 Shania Vogt. Minute 66, Substitution for Team Liechtenstein, entering with number 6 Elena Lohner and number 16 Shania Vogt. And they're taking place of number 4, Sina Kollmann, and number 9, Julia Benneckenstein. Julia, die Frage an dich, inwiefern können Lohner und Vogt jetzt diesem Spiel eventuell mehr Stabilität oder vielleicht auch eine Wendung verleihen? Was sind die Stärken dieser beiden Spielerinnen? Ja, also in erster Linie sind sie sehr noch frisch und parat. Delina ist eine sehr schnelle Spielerin, die keinen Zweikampf scheut und hat sehr die rechte Seite ein bisschen zumachen kann. Und auch wenn sie über die linke Seite kann und über die linke Seite dann in 16er stehen, ist Delina eine sehr eine, die dort gut mithalten kann und so Gefahren ein bisschen bannen kann. Janaya ist relativ jung und sehr unbekümmert, hat jetzt Balzers in der Meisterschaft auch Goal am anderen geschossen und ist vollgestopft mit Selbstvertrauen und sehr unbekümmert und wird ihren Weg da vorne gehen. Klingt doch positiv, unbekümmert, ein Tor nach dem anderen geschossen. In Balzers, klar, das ist nicht Luxemburg, aber durchaus Stärken und Qualitäten, die man hier in diesem Spiel sich zunutze machen kann. Vielen Dank, Julia, für die Erläuterungen. Während Luxemburg mal über die linke Seite den Weg sucht. Torschützin Abreu, Marquez Abreu und wieder in die Mitte, aber zu ungenau. Da kommt auch Kimberley dos Santos, da Graca nicht mehr ran. Abseits gewesen, früh erkannt. Und auch Luxemburg wechselt erneut. Ausgleichstorschützin Marta Esteves Garcia verlässt das Spielfeld, für sie neu im Tor, auf dem Platz, Marisa Suarez Marquez. 69. Spielminute, ein weiterer Spielerwechsel bei unseren Gästen aus Luxemburg. Aus dem Spiel mit der Nummer 6 Marta Esteves Garcia und neu im Spiel mit der Nummer 8 Marisa Suarez Marquez. Minute 69, substitution for Team Luxembourg, entering with number 8, Marisa Suarez Marquez, and she's taking place of number 6, Marta Esteves Garcia.
Und wir sehen eben, dass auch Liechtenstein noch einmal wechseln wird. 6 Auswechslungen sind erlaubt in dieser Partie. Und das ist Patricia Koch, die sich bereit macht. Und wo gleich den Weg ins Spiel finden wird, während Luxemburg versucht, Druck aufs Tor zu machen, aber dieses Mal Stürmerfoul entschieden gegen Anushka Besch. Rollentausch, Julia, Fragezeichen in Halbzeit 2. Ja, es ist schon ein bisschen so, dass wir die erste Halbzeit spielerisch dominiert haben. Und jetzt ist gerade so. Oh, jetzt gibt es die Chance, aber aufgepasst von mir, Hammermann. Entschuldigung, dass ich dich hier unterbreche, aber das ist gerade eine heiße Situation, die sie jetzt geklärt bekommen. Bitte wieder, Julia. Ja, jetzt ist so, dass in der zweiten Halbzeit Luxemburg ein stärkeres Team ist auf dem Feld und mehr vom Spiel hat. Der Unterschied zu der ersten Halbzeit ist, dass Luxemburg ohne relativ viele Torchancen daraus kreieren kann, was wir nicht ganz geschafft haben. Aber wir haben noch genug Zeit, um den Ausgleich oder sogar den Siegtreffer zu zielen. Genau. Optimismus, das ist angesagt und es wäre ja nicht so, dass hier Luxemburg Liechtenstein absolut in der Klaue hätte. Man hat durchaus noch Möglichkeiten und Optionen, 20 Minuten Spielzeit. Man kennt ja die bekannte Floskel, im Fußball ist alles möglich, sogar noch in den letzten 5 Minuten. Wir jedenfalls bleiben weiter optimistisch und hoffen auf noch das eine oder andere Liechtensteiner Tor. Lohner, da muss sie rein, die Eingewechselte, aber Marquez Abrüll im Abseits. So, Wechselzeit erneut. Koch kommt jetzt rein für Eva Fasel. Fasel sehr bemüht gewesen. Beim Liechtensteiner Frauen-Nationalteam aus dem Spiel mit der Nummer 7 Eva Fasel und beim Spiel mit der Nummer 23 Patricia Koch. Minute 71 substitution for Team Liechtenstein entering with number 23 Patricia Koch, and she's taking place of number 7 Eva Fasel. Also Patricia Koch jetzt im zentralen Mittelfeld mit dabei an der Seite von Lena Köppel. Das war genau die Stärke, die Julia Oeri vorhin angesprochen hatte, dass Elena Lohner ihre Qualitäten auch im Antritt hat und hier zeigt gegen ihre Gegnerin Marquez und diesen Ball noch ablaufen kann. Das wird hier für sie zur Aufgabe werden in diesen letzten 18 Minuten, dass man die Torschützin zum 2:1 Julie Marquez in Schach halten kann. Sie hier mit dem 1:0 Viktoria Gerner. So oder so, ganz egal, wie dieses Spiel auch ausgehen wird, den Treffer, den nimmt hier keiner mehr. Über den darf sie sich noch ihr Leben lang freuen. Freistoß für Luxemburg nehme ich jetzt mal schwer an. In diesem Tackling von Eva Beck gegen Jill de Bruyne, die im zweiten Durchgang doch merklich abgetaucht ist. Es wäre sicherlich lohnenswert, wenn man es schaffen würde, wieder ein bisschen mehr die Flügel zu beackern auf Seiten der Liechtensteinerinnen. Man versucht es jetzt eher durchs Zentrum, den Pass in die Tiefe zu spielen. Da stehen sie einfach auch gut. Die Gegnerinnen schwierig. Das 1:0 fiel durch die Mitte. Die beiden Gegentreffer jeweils über die Flanke, über die rechte hier. Kimberly Dos Santos da Graca
Und da will sie den Elfmeter. Einmal gehüpft, aber ganz ehrlich, für mich hat das nach einem Kontakt ausgesehen. Wir schauen nochmals mit Argus Augen drauf und das war ein Elfmeter, Julia. Ja, der Kontakt ist da gewesen. Sie hätten ihn sicher gesucht, aber ich würde sagen, ein anderer Schiedsrichter hätte vielleicht Pfeffer und dann dürften wir uns nicht beklagen, wenn es einen Penalty gegeben hätte. Aber sind wir froh, dass es nicht so ist. Ja, würde ich auch sagen. Klar, kein brutaler Kontakt, aber eben, wie du sagst, das wäre wohl, sagen wir mal, zu rechtfertigen gewesen. Elena Lono. Na, ganz guter Pass gewesen zu Fiona Batlina. Und jetzt gibt es den Freistoß nach diesem Tackling gegen Marisa Suarez Marquez. Hier sehen wir es nochmals. Das war dann etwas zu viel des Guten. Noch 15 Minuten zu spielen offiziell. Vielleicht 17 Minuten mit Nachspielzeit. Es gab jetzt nicht wahnsinnige Unterbrechungen in Halbzeit 2. Und es steht 2:1 für Luxemburg. Gutes Tackling von Felicia Frick. Macht ihre Seite hier zu. Die Linksverteidigerin, die ja früher mal im Mittelfeld zu Hause war, wurde umgeschult zur Linksverteidigerin. Und da hat man im Frauennationalteam ein bisschen einen Mangel. Und profitiert dementsprechend von dieser Umschulung. So, jetzt muss sie gestoppt werden, wenn auch vielleicht mit einem taktischen Foul, aber sie wird gestoppt. Moralisch kann man dem Team sicherlich keinen Vorwurf machen, Julia, oder? Also man ist engagiert. Ja, auf jeden Fall. Also jede kämpft bis zum Umkehr und gibt ihr das Beste. Kann man der Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen, sie machen super. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie die letzten 13 Minuten verlaufen. Hoffentlich positiv. Ja, Szenenapplaus für Mia Hammermann, weil sie eben den Ball nicht verloren hat, auch wenn man dann eben diesen Weg hintenrum geht über den Torwart. Besser als der Ballverlust. Nichtsdestotrotz, man merkt jetzt gegen Ende zweiter Halbzeit, dass Luxemburg einfach ein Team mit internationaler Erfahrung und Klasse ist und das jetzt relativ sicher und auch ein Stück weit routiniert weiterspielt, zu Ende spielen versucht. Man dann auch clever und cool ist, um das nicht mehr unnötig anbrennen zu lassen. Und
Daniel Santos möchte noch einmal wechseln. Für Katrin Aff, die Innenverteidigerin. Nee, nicht Katrin Aff, sie darf wieder zurück. Oder sie darf. Nee, Katrin Aff bleibt drin. Fehler des Stadionsprechers, es ist Anushka Besch, die runtergeht für Seacom. Kim Olafsson. Also nicht Katrin Aff, die rausgegangen ist, sondern Anushka Besch und Kim Olafsson also jetzt im Spiel. Und nicht vergessen, wir sind hier bei Luxemburg und nicht bei Schweden, auch wenn man das vielleicht meinen könnte. Und in der 80. Minute Spielerwechsel beim Liechtensteiner Frauennationalteam. Aus dem Spiel mit der Nummer 22 Eva Beck, neu im Spiel mit der Nummer 15 Christina Müssner. Ja, in 80 Substitution for Team Liechtenstein, entering with number 15 Christina Müssner, and she's taking place of number 22 Eva Beck. Ich denke, das müssen wir nicht wiederholen, dass Christina Müssner jetzt reingekommen ist. Und apropos Christina Müssner, Julia, was ist sie für ein Spielertyp? Ja, Christina ist ein Stürmer, der sicher sehr große Durchschlagskraft hat und sich gut einsetzen kann. Und jetzt gibt es gleich die Chance, aber in letzter Sekunde gestoppt. Verzeihung, du darfst weiterreden. Wie gesagt, es ist ein Stürmer mit Durchschlagskraft. Durch das Christine jetzt auf dem Feld ist, hat Victoria auf den Flügel gewechselt, wo die Eva vorher gespielt hat. Ja, jetzt bin ich gespannt, was wir vorne machen. Nochmals neue Power. Und das spricht auch für den Kampfgeist Liechtensteins, dass man hier nicht mehr Verteidiger einwechselt, sondern eben eine Stürmerin. Aber jetzt Kimberly Dos Santos Agraca. Mein lieber Scholli, das war aber hauchdünn. Bettina Huber bewegt sich nicht mal. Entweder sie hat ein Wahnsinnsauge oder sie hat nicht gedacht, dass sie da noch rankommen würde. Und für mich jetzt die Rechtsverteidigung oder jetzt eben Flügelstürmerin Kimberly Dos Santos Dagraca, die beste Frau auf dem Platz bei Luxemburg. Zwei Tore vorbereitet. Extremer Gefahrenherd, immer wieder über rechts. Mit einem bärenstarken Antritt und offenbar einer Pferdelunge. So viel wie die Linie rauf und runter rennt. Ja. Fehler von Huber, aber ist noch mal gut gegangen. Auch Dos Santos Agraca kann mal einen Fehlpass spielen. 8 Minuten noch zu gehen für beide Mannschaften. Die Chance für Liechtenstein noch auszugleichen in diesen 8 Minuten und für Luxemburg das Ding hier über die Zeit zu spielen. Daniel Santos wird noch einmal wechseln. Und jetzt scheinen die Emotionen hochzukochen zwischen Fiona Butliner und ihrer Gegnerin. Das dürfte Isabelle Albert sein. Die Frau mit der 21, ja, hält da Butliner fest und die tritt danach. Ja, lass mal lieber bleiben. Unnötig hier noch eine Karte zu provozieren, aber es spricht auch für sich und die Emotionen, die hier drin stecken in dieser Partie. Butliner gut gemacht und frecher Abschlussversuch. Sieht er, dass Lucie Schmillet relativ weit draußen steht, aber der Ball dann ein bisschen zu optimistisch. Oh!
Schön durchgesteckt. Laura Miller zu Olafsson, aber das ist dann schon relativ weit draußen. Eben noch die Anweisung von außen an Patricia Koch, in der Mitte aufpassen, dass da nicht auf einmal Laura Miller alleine dasteht. Jetzt Doppelwechsel noch einmal bei Luxemburg. Isabelle Albert verlässt das Spielfeld. Für sie kommt Luisa Bra. Und Caroline George für die Nummer 4, Kimberley Dos Santos da Graca, die zwei Assists geben konnte, ein bärenstarkes Spiel abgeliefert hat und sich hier aus Luxemburg aus zu Recht mit Applaus verabschiedet. Kimberley Dos Santos und die Nummer 21, Isabelle Albert. Und im Spiel mit der Nummer 12, Lena Krier und die Nummer 22, Luisa Brass. Minute 85, substitution for Team Luxembourg entering with number 12, Lena Krier, and number 22, Luisa Brass. And they are taking place of number 4, Kimberley Dos Santos, and number 21, Isabelle Albert. Das hier ist die eingewechselte Luisa Brass. Tritt den Eckball hoch rein und er wird gefährlich. Mia Hammermann und Bettina Huber. Aber es gibt eine Wiederholung des Eckballs. Korrektur, es kam nicht die Nummer 12, Lena Krier, sondern stattdessen die Nummer 17, Caroline Jorge. Und da habe ich jetzt gerade anhand des Stadionsprechers einen Fehler bemerkt. Es war nicht die eingewechselte Luisa Bra, die den Eckball getreten hat, sondern mit der Nummer 17, Caroline George. Laura Miller. Und Bettina Huber, weiter Abschlag. Jill de Bruyne, das hätte nicht sein müssen. Provoziert hier den Einwurf für Liechtenstein. 4 Minuten sind noch zu spielen. Und man merkt an der Körpersprache der Liechtensteiner, dass hier nochmals in den Schlussminuten eine Offensive gestartet werden soll. Vorerst ist aber Verteidigen angesagt, die Gelegenheit über die rechte Seite. Und das ist nicht das 3:1, weil Bettina Huber zum zweiten Mal in dieser Partie einen Wahnsinnsreflex zeigt und gegen Caroline George parieren kann. Und der Ball springt, wenn wir das richtig sehen, abermals an die Latte. Nochmals ein Eckball. Uiuiui, der wäre direkt oder beinahe direkt ins Tor gegangen, aber Toratme bei Liechtenstein. Julia, was machen Sie? Glaubst du an die Schlussoffensive oder denkst du, man möchte hier einfach schauen, dass man nicht noch ein Tor kriegt? Nein, ich glaube schon auf eine Schlussoffensive. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach als Ziel haben, zum Hinternis hinstehen und das Resultat heben. Ich glaube eher, dass wir schon alles dran setzen werden, um den Ausgleich zu erzielen. Auch wenn wir vielleicht die Kurve nehmen, dass wir dann vielleicht hinten ein Loch haben und bitte die ein oder andere gleich nochmals rauskratzen, so wie sie es vorher gemacht hat. Alles andere hat mich überraschen. Ich muss meinen Mitspielerinnen, also meinen Mannschaftskolleginnen, echt ein Kompliment aussprechen. Sie machen es super, wenn man sich vor Augen hält, dass Quisney, also dass ein Großteil der Mannschaft eigentlich der letzte Ernstkampf im November hatte oder Ende Oktober und sie da eigentlich erst 2 Tests Spiele dafür, das machen sie es echt sehr gut. Ja, das kann ich nur befürworten, was du hier gesagt hast. Das ist wirklich ein starker Auftritt der Liechtensteinerin. Man führe sich einfach immer wieder vor Augen, dass man hier gegen einen Gegner spielt, der 52 Länderspiele auf dem Buckel hat. Und natürlich hoffen wir jetzt darauf, dass die Liechtensteinerinnen nochmals alles nach vorne werfen, um das Fanherz zu beschwichtigen. Wobei beschwichtigen hier die falsche Wortwahl ist. Es gibt nichts zu beschwichtigen, eher um das Fanherz noch mehr zu erfreuen. Ui, das war ein etwas überhasteter
Abwurf. Elena Lohner zeigt aber gleich die Zähne und geht hier ins Tackling. Edina Kocan, starker Pass. Der Schrei war nicht zu überhören. Fiona Battliner zeigt sich hier in den Schlussminuten zum erneuten Male etwas, ja, wie sollen wir es nennen, verbissen. Auch wenn Laura Miller hier etwas theatralisch zu Boden geht. Nochmals ein Eckball, den wird die Kapitänin gleich selbst ausführen, 90. Minute. Reingechippt. Offizielle Nachspielzeit mindestens 4 Minuten. Official Additional Time at least 4 Minutes. Also ganze 4 Minuten Nachspielzeit hier, das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ist doch ein Pfund. Aber den Liechtensteinerinnen wird es recht sein, dass man hier dieses historische erste Länderspiel noch 4 Minuten weiterführen darf und somit noch die Hoffnung erhalten kann, dass man vielleicht gar noch einen Treffer landet. Aber vorerst dürfen die Roten noch einmal gemächlich einwerfen. Ui. Ein schöner Pass von Marisa gewesen, von Marisa Suarez Marquez, und das ist nichts. 3 Minuten noch. Jill de Bruyne nimmt sich jetzt selbstverständlich alle Zeit der Welt, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Und man sieht, dass Liechtenstein jetzt sehr, sehr hoch steht. 5 Angreiferinnen im gegnerischen Gefilde, nicht so oft gesehen in dieser Partie. Ja, das war beinahe der Ballverlust von Laura Miller, aber es hat den Anschein, dass das hier runtergespielt werden wird, diese letzten 1,5 Minuten. Ich wage die Prognose, dass es kein weiteres Tor mehr geben wird, auch wenn wir uns das wünschen. Nichtsdestotrotz können wir jetzt schon festhalten, dass es eine bärenstarke Vorstellung der Liechtensteinerinnen war. Man muss das immer an dem messen, was Tatsache ist. Und Tatsache ist, dass man noch nie ein A-Länderspiel absolviert hat, das hier die Premiere ist. Und gegen ein Team spielt das 110. der Weltrangliste ist. 52 Spiele mit diesem 53 bislang schon gemacht hat. Und man hier mehr als stolz sein darf auf das, was man erreicht hat. Nicht nur in Anbetracht des ersten Länderspiels, sondern auch einfach von der Leistung her. Speziell die erste Halbzeit. Ein Genuss zum Zusehen, aber jetzt scheint es doch noch ein drittes Tor zu geben. Dieses dritte Tor, das gibt es, allerdings wird das nicht gegeben wegen einer neuerlichen Abseitsstellung. Julia, was ist dein Fazit zum Spiel?
Ja, ich würde sagen, unsere Mannschaft hat sich von einer sehr guten Seite präsentiert. Es muss sich keine Spielerin verstecken. Wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben vor dem Spiel absolut nicht gewusst, wie wir hier standheben können in einem internationalen Vergleich. Und jetzt kurz vor Schluss kann man sagen, wir müssen uns auch international auf keinen Fall verstecken. Wir haben es sehr gut gemacht. Endstand im heutigen ersten offiziellen historischen Länderspiel eines Frauennationalteams aus Liechtenstein zwischen Liechtenstein und Luxemburg 1-2. Final Score between Liechtenstein und Luxemburg 1-2. Ich darf mich herzlich für Ihren Besuch heute bedanken im Sportpark Eschenmauern zu diesem historischen Abend, diesem historischen Nachmittag. Und ich glaube, wir können unserer Mannschaft gratulieren zu einer sehr, sehr engagierten, sehr, sehr starken Leistung. Und am Ende steht die knappe Niederlage, aber ich glaube, auf dieser Leistung kann die junge Frauennationalmannschaft, das Frauennationalteam durchaus aufbauen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Und es gibt bereits im Juni dann zwei Termine für zwei weitere Länderspiele, und zwar am 25. und am 27. Juni auf der Freizeitanlage Wiedau in Rugell. Und da gibt es ein Doppelländerspiel, und da sind dann zu Gast die Frauen aus Gibraltar. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Ladies and gentlemen, thank you for having attended this friendly game. We hope you have enjoyed this match, and we're looking forward to see you again soon. Have a safe journey home. Und ja, wie gesagt, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Kommen Sie gut nach Hause, und dann wieder am 25. bzw. 27. Juni spätestens können Sie das Frauennationalteam dann wieder bewundern und begutachten, zwar in Rugell auf der Freizeitanlage gegen Gibraltar. Bis dahin, einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Der Stadionsprecher nimmt uns hier die Arbeit ab, macht Fazit und Ausblick in einem Schwung. Jedenfalls möchte ich Julia nochmals das Wort geben. Ja, wie gesagt, müssen wir uns nicht verstecken. Der Stadionsprecher hat gesagt, wir können sicher auf dieser Leistung aufbauen. Wir wissen jetzt ein bisschen, wo wir stehen im internationalen Vergleich. Und unser Trainerteam hat die Mannschaft sehr gut auf das Spiel eingestellt. Wir haben eine sensationelle erste Halbzeit abgeliefert. Und die zweite Halbzeit war schon gut gewesen. Man hat dann einfach schon gemerkt, ja, dass wir international nicht so erfahren sind. Aber ich würde sagen, jedes weitere Spiel wird uns weiterbringen. Und wir sind auf einem sehr guten Weg und können stolz darauf sein. Stolz darauf sein, das darf man auf jeden Fall, werden wir hier nochmals die Highlights sehen. Wir bitten Sie um Verzeihung für die nicht ganz so leicht vernehmbaren Worte unsererseits, aber es ist hier alles in einem sehr kleinen Rahmen in diesem Stadion und deswegen mit den Mikrofonen auch nicht ganz einfach. Aber wie Julia Oehring gesagt hat, die Nationalmannschaft, das Nationalteam der Frauen darf mehr als stolz sein auf die Leistung heute, auf die Zukunft sich freuen. Und wie der Stadionsprecher bereits angesprochen hatte, im Juni gibt es dann die Länderspiele 2 und 3 in Rugell. Beide Male Freundschaftsspiele gegen Gibraltar, und wir lassen Sie noch diese Highlights ein bisschen anschauen, verabschieden uns ganz herzlich von Ihnen schon mal, wünschen Ihnen einen wunderschönen Sonntagabend, bedanken uns fürs Einschalten und Zuschauen und freuen uns auf viele weitere Spiele des Frauennationalteams, dann aber auch wieder mit Julia Oehring. Thank you.
I'm a dreamer.